einem Stefanitag in Wolsitzenhorn die fünfte Jahreszeit beginnt, wird's laut in der Gmur. Die Rede ist vom Apperschnurzen. Denn die 21 Allgemeinen und 13 Jugendpassen trainieren fürs Gemeindeschnurzen. Das Apperschnurzen ist ein alter vorchristlicher Brauch. Die gläufigste Meinung ist, dass es ums Austreiben vom Winter geht. Heuer ist die Schnäuzerwiesen wieder in Sitzenhorn. Und mit über 300 Aktive und mehr als 300 Zuschauer ist die Begeisterung am gelebten Brauchtum ungebrochen. Aber ist da nicht auch ein bisschen sportlicher Ehrgeiz mit dabei? Sport sage ich nicht ganz, es ist nach wie vor Brauchtum. Ich sage immer, zwei Tage im Jahr ist ein Bewerb. Das ist immer das Gemeindeschnäuzen und das Rupertiger Preisschnäuzen. Dazu natürlich für die meisten passen auch die Platzierung, was sie erreichen. Und Rivalität ist immer das falsche Wort. Also gerade so wie heute, wo so gut geschnäuzt worden ist, man freut sich eigentlich für den anderen, weil man weiß, was dahinter steckt. Bevor es mit 4-5 Jahren zu einer Pass geht, Ferngänzen, wie man die Schnäuzen bei den Kleinsten nennt, die Kinder schon nach der Schule auf der Schnäuzerwiesen. Und der Nachwuchs weiß schon ganz genau, wie sie die richtige Melodie beim Schnäuzen anhören muss. Es muss Papa machen, von vorn bis ganz hinten, dass es gescheiter Takt ist, Teamarbeit und gescheite Technik und gescheit Schnäuzen. Der Sieg im Nachwuchsschnäuzen geht wie schon im Vorjahr an die Jugend von Sitzenhorn 1, Vorfihausen 1 und Wals 1. Wer am Ende die richtige Musi, also den Duscher für den Sieg erwischt hat, das entscheiden die Preisrichter. Sieme gibt's davon. Und die brauchen ein gutes Gehör und viel Erfahrung. Regelmäßig laut wäre gut noch und es ist ein Takt in 8,5 Sekunden. Es sind meistens 9 Schnäuzer und jeder macht auf dem Vordermann einen drauf. Also bom, 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 bom nachher und das öffnen wir hintereinander. Und wenn das regelmäßig war, war das perfekt noch. Mit 191 Punkten verteidigt Sitzenhorn 2 den Titel aus dem Vorjahr. Zweiter wird Gois 4 vor Viehhausen 1. Schnäuzen kann man in unserer Gemeinde nicht wegwischen, das gehört dazu. So wie die Kartoffeln bei unseren Bauern oder das Kraut. Und große Tradition, 5 Gruppen in unserer Gemeinde, also 5 Schnäuzervereine. Die Schnäuzerpassen aus Wolsitzenhorn sind gut grüßt für das große Rupertigau-Schnäuzen in 2 Wochen im benachbarten Bayern. Auf Rad, 1, 2, 3, auf Schick, da geht's!